Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Resistbox von Within Temptation. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Resist von Within Temptation, das Ganze aus dem Jahr 2019. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das siebte Album der Band. Bevor wir die Folie abmachen, haben wir unten links noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier, was sich alles in dieser Box befindet. Limited Fanbox including the new album Resist as Digipack. The Album Instrumentals on CD 2, 6 exklusive Band Poker Cards, exklusiv Resist T-Shirt Size XL, exklusive Guitar Picks, also so Pleck drin, 2 Stück und ein Exclusive Tape. Ja, das alles erwartet uns hier drin. Wir werden mal die Folie entfernen. Einmal hier einschneiden. Und dann schauen wir uns das mal an. So, also, das ist die Folie. Und so sieht das Ganze dann aus. Also, wir haben hier eine Box in einem regulären Format, also hochformatig. Und es ist eine Standard-Clubbox. Auf dem Cover haben wir hier so eine Gestalt abgebildet mit einem Umhang und einem Helm, die hier scheinbar irgendeinen leuchtenden Gegenstand in der Hand hält. Resist lesen wir hier, darunter den Bandnamen Within Temptation und die Person steht hier auch auf einem Sockel. Also sehr spannendes Cover. Dann haben wir hier unten die Beteiligten. Auf der rechten Seite das Logo. Oben, das sieht man auch selten, also ich glaube, das habe ich noch nie gesehen, haben wir tatsächlich die Tracklist. CD1 und CD2 mit den Instrumentals. Hier komplett erfasst, die Tracklist, okay. Hier auch nochmal das Logo. Und auf der Rückseite, wo man eigentlich den Boxinhalt oder vielleicht sogar die Tracklist erwarten würde, alles blank. Also hier gibt es gar nichts weiter. Okay, ich bin gespannt. Wir schauen mal rein. Das Ganze lässt sich hier aufklappen, wenn es funktioniert. Gar nicht so einfach. Da sie echt verdammt fest zu ist, die Box. So, aber jetzt. So, also wir haben hier als erstes mal das Album im Digipack. Dann haben wir hier noch eine Kassette. Das Shirt. Das werden dann... Achso, nein, das sind die Pleck drin und das sind dann diese Pokerkarten. Okay, von innen die Box in Weiß. Packen wir zur Seite. Und auch hier gibt es natürlich wieder Folie ohne Ende. Also einmal das Shirt. Dann haben wir das Tape, das hier auch nochmal in Folie kommt. Und ebenso haben wir dann hier auch noch das Digipack, also das Album auf CD. So, dann machen wir die Folie ab und dann kann es auch schon losgehen. Der Rest zur Seite. So, also das ist es, das siebte Album von Within Temptation. Das Cover kennen wir schon von der Box, so sieht das aus. Auf der Seite auch nochmal zu lesen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist Disc 1. Wir haben hier 3 Features mit dabei. Auf der CD Nummer 1 haben wir hier 6, 8, 10 Tracks, wenn ich mir das nicht verzählt habe. Disc 2, The Instrumentals, also auch hier dann natürlich das Album, die gesamten Albumtracks hier in der Instrumentalvariante. Dann wieder die Beteiligten, das Ganze erschienen über Vertigo Berlin. Und wir sehen hier so eine futuristische Landschaft, zuerst sieht so aus wie so eine Stadt in der Zukunft. Dann haben wir hier ein Digipack. In der Mitte lesen wir We Always Hold the Line of Reckoning. Die beiden CDs und hier links in der Stecktasche befindet sich das Booklet.
So, hier haben wir nochmal näher diese Person abgebildet mit dem Helm, diese Gestalt hier vom Cover. So, dann haben wir die einzelnen Tracks Wort für Wort hier abgetippt. Also hier zum Mitlesen, zum Mitsingen. Und wenn ich es jetzt richtig deute, haben wir dann hier die einzelnen Bandmitglieder, die hier in diesen Tanks hier stecken. Und natürlich Lyrics. So sieht das aus. Also das ganze Artwork sehr in diesem Sci-Fi, in diesem Zukunftsding. Ja, also spätestens jetzt. Hier sehen wir die 6 Bandmitglieder, die hier in einer Raumschiff-ähnlichen Umgebung sind. Ja, ich würde schon sagen, es ist ein Raumschiff oder eventuell ist das auch irgendwie etwas auf der Erde oder auf einem Planeten, aber für mich sieht es doch so aus, als wären die hier in einem Raumschiff unterwegs. Wir sehen hier auch diverse Planeten. Weitere Tracks. Und zum Abschluss gibt es noch die Infos zu den einzelnen Bandmitgliedern. Und natürlich die Credits zum Album. Gut, das war's soweit. Ah, das ist auch spannend, wenn wir das jetzt hier, genau, dann haben wir genau dieses Motiv hier so rangezoomt. So, Booklet zurück in die Tasche. Dann haben wir CD Nummer 1, das ist diese hier. Etwas überraschend für mich, die Farbe der CDs, die passt jetzt so gar nicht irgendwie zu dem Artwork. Disc 1. Hier in Rot-Weiß und Disc 2. Und auch hier wieder, wenn wir es nochmal kurz wegmachen, haben wir wieder so eine Szenerie. Also hier wieder diese Gestalt mit dem Helm und diesem, ja, mehr oder weniger zusätzlichen Rückenmark. Erinnert mich auch etwas an Dead Space, an dieses Spiel damals. So rein so von der Optik. So ähnlich hat der Charakter ausgesehen, den man damals gespielt hat. So, aber wir haben das Ganze nicht nur im Digipack, sondern wir haben hier, die Folie habe ich ja noch gar nicht abgemacht, merke ich gerade. Wir haben hier tatsächlich auch noch eine Kassette mit dabei. Also Nostalgie pur. Das ist das Cover. So sieht das aus. Und auch hier haben wir Lieder drauf, und zwar die 5 Tracks, die 10 Tracks des Albums. Auf A-Seite 5, auf B-Seite 5. Hier haben wir sogar auch noch einen Barcode, also das Ganze gibt es scheinbar auch regulär zu kaufen auf Kassette. So sieht das aus. Das ist die Kassette in Schwarz und Weiß. Hier auch nochmal die Tracks durchnummeriert. Okay. Und auch hier haben wir einen Einleger, ein entsprechendes Booklet. Die Bandmitglieder hier wieder in diesen Tanks. Und hier die gesamten Credits zum Album. Ja, das ist schön, dass man das hier auch so gestaltet hat. Das, wie gesagt, spricht auch noch dafür, dass man das Ganze auch so regulär kaufen kann, nur die Kassette. Deswegen hat man hier auch die Infos entsprechend umfangreich gestaltet. So, als nächstes, das habe ich überhaupt noch nie gesehen, um ehrlich zu sein. Wir haben hier so eine kleine Banderole, Within Temptation wieder, mit dem Logo. Und hier haben wir scheinbar Pokerkarten, so wurde das zumindest genannt. Also wie so kleine Sammelkarten. Wir haben hier die einzelnen Bandmitglieder, die wir schon im Booklet hatten, hier in ihren Tanks hier. Und hier nochmal alle namentlich erwähnt. Also 6 Stück, für jedes einzelne Bandmitglied eine Karte. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Also, die kann man dann sammeln, sich ins Regal stellen, was auch immer. Als nächstes haben wir hier so 2 Gitarrenpleck drin. So. Einmal hier in Schwarz-Weiß bedruckt mit dem Bandnamen und dem Logo. Auf der Rückseite eine Unterschrift. Und hier ebenfalls nochmal das Logo und eine zweite Unterschrift. Jawohl. Die kommen hier in diesem kleinen Plastikbeutelchen, in diesem Druckverschlussbeutel. Und als letzten Boxinhalt haben wir mit dabei ein Shirt. Und zwar werden sich jetzt manche wundern, das ist nämlich echt riesig, das Shirt. Warum? Das Shirt ist in der Größe XL. Es gab die Box in diversen Ausführungen, man konnte das Shirt in diversen Größen natürlich wählen.
Allerdings muss ich ehrlich sagen, habe ich die Box echt spät entdeckt und da waren die anderen Größen dann schon nicht mehr verfügbar. Dementsprechend dachte ich mir, bevor ich gar keine nehme, nehme ich dann notgedrungen die XL-Variante. Ja, das nur so als kleine Hintergrundinfo. So, auf dem Cover, beziehungsweise auf dem Cover, nein, auf dem Shirt haben wir nochmal das Cover. Diese Gestalt hier mit diesem kleinen leuchtenden Teil hier. Auch hier wieder das Podest zu sehen. Und es gibt dann auch noch hier dahinter das Logo der Band. Auf der Rückseite auch nochmal. Aufgedruckt hier im Nackenbereich, beziehungsweise ja, oberen Rückenbereich. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gilden Softstyle in der Größe XL, wie gesagt. Und wir haben hier 100% Baumwolle made in Bangladesch. Grüße gehen raus. So, wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe XL. Wie gesagt, Größe war frei wählbar. Dann haben wir die zwei Plektren hier, die zwei Gitarrenplektren in diesem kleinen Druckverschlussbeutel. Die sechs Sammelkarten hier. Das Album Resist auf Kassette, die 10 Tracks. Und natürlich das Album hier im Digipack mit 10 Tracks auf CD plus der Bonus-CD mit den 10 Instrumentals. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Resist von Within Temptation. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Within Temptation unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.